Hey Freunde, hier ist wieder euer Thema Bauen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chuchu Charles. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, ich habe es richtig am Titel gelesen, heute treten wir Charles in die Fresse und vernichten ihn ein für alle Mal. Charles, den Bergsteiger, gehen wir heute an den Kragen. Und der wird sich so etwas von wünschen, dass er nicht existiert hat. Da drüben ist eine Wache. Wir wollen hier in den Tempel hinein. Gehen da mal außen rum. Ich glaube, von vorne kommt man am besten rein. Und heute wird wohl höchstwahrscheinlich das Finale sein. Ich gehe, ja, es wird auf jeden Fall das Finale sein heute. Hier mal hoch. Öffnen hier die Tür. Den Schlüssel. Dann rein. Wir sind drin. Mit den drei Eiern. Wir sind drin. Das grüne. Das blaue Ei. Und das rote. Step away from the shrine, stranger. Warren? You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Und wir machen das Ei rein. Yo! No! No! You fool! You doomed us all! Oh Gott! Er ist hier! Was zur... Oh mein Gott! Oh shit! Renn, 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 renn! Er frisst Warren! Er hat Warren gefressen! Oh mein Gott, Charles, die geht jetzt sowas von an den Kragen. Komm her! Jetzt kommt der Kampf um Überleben und Tod. Wir haben genügend Schrott. Aber jetzt... Er macht guten Schaden. Und Zug. Aber wir haben gute Waffen. Er warnt uns. Er warnt uns über die Map. Wir sind hier im Lager. Geh weg. Raketenwerfer. Er heißt auch einfach Charles aus der Hölle. So, kurz im Zug gehalten, wir nehmen wieder den ins kleinste Kurs. Er wollte uns wieder. No, 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 no! Der Drecksack kann sich einfach warten. Mein Gott, die Welttaste! Der Zug. Müssen wir ein bisschen Abstand zwischen uns und Charles bringen? Wir warten wieder. Jetzt direkt zweite Rakete rein. Anbrennen. Bob, komm her. Komm schon. Komm schon, geh drauf! Jetzt! Nicht gut! Direkt lassen! Komm schon! Er wollte uns!
Das ist dein größter Fehler, Charles. Oh mein Gott, wir haben's. Oh, shit. Okay. Juju Charles. Yo, und das ist einfach schon das Ende. Das ist einfach schon das Ende. Wir haben Charles besiegt. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Was ist das? Ist es ein Ei? Gibt es noch mehr davon? Gibt es noch mehr von den Eiern? Nicht dein Ernst. Das sieht nicht gut aus. Es gibt wohl höchstwahrscheinlich einen zweiten Charles demnächst. Ach du. Nein. Oh shit. Nicht gut. Nicht gut. Oh Gott. Gar nicht gut. Das sind Hunderttausende. Wie viele Eier hat das Vieh gelegt? Mein Gott. Wie viele Eier hat das Vieh gelegt? Gehen wir nochmals rein. Wie viele Eier hat das Ding gelegt? Jo, aber wir haben es einfach geschafft. Wir haben gewonnen. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Ah, bei der Brücke. Haben wir eigentlich noch was zum Erkunden? Da unten sieht es noch nach was Spannendem aus. Schauen wir noch ein bisschen über die Map, ob wir hier noch Sachen finden, die wir erkunden können. Weil wir haben ja doch noch nicht alles erkundet hier, oder doch? Ein bisschen umschauen, vielleicht finden wir hier noch was, aber ich glaube, dass dort unten ist das Einzige, das noch vielleicht interessant sein könnte, was ich jetzt gerade gefunden habe. Ja, das da unten sieht noch spannend aus, dann schauen wir uns das da noch an. Aber wir haben es einfach geschafft. Wir haben Charles besiegt und es gibt 100.000 weitere von ihnen, also es hat eigentlich kaum was gebracht. Wo ist das Ding? Da weiter vorne, okay. Aber wir haben es einfach geschafft, aber das Mistvieh hat 100.000 weitere Eier gelegt. Aber wo? Wo ist das? Ist es unter der Insel? Oder auf dem Festland? Ich weiß es nicht, aber wenn es einen zweiten Teil gibt, dann den spiele ich auf jeden Fall direkt. Was ist das hier eigentlich? Das ist noch ein bisschen Schrott. Aber sonst nicht mehr Spannendes, so wie es aussieht. Mal kurz schauen. Ja, es sieht nicht allzu spannend aus. Ich hätte jetzt eigentlich gerade noch gehofft, dass das irgendetwas abnormal Spannendes ist. Jetzt da gerade noch beim Nachsehen. Da ist noch... Ah, hier ist noch eine Truhe. Aber da ist auf jeden Fall keine Farbe drin. Höchstwahrscheinlich nur noch Schrott. Ja, da ist nur noch Schrott drin. Und eine Notiz. Warren interessiert sich besonders für die Ruinen auf und unterhalb der Insel. Er hat uns sogar angewiesen, unseren Kurs zu ändern und den Beständen Adern nicht mehr zu folgen. Er hat den Verstand verloren oder nicht sich wie... Er hat den Verstand verloren oder sind wir jetzt Archäologen? Das weiß, glaube ich, niemand. Aber ja, dann gehen wir zurück zum Zug, hätte ich gesagt. Was ist das? Die sind Steinmännchen.
Und eine Krabbe! Mr. Krabs! So, auf jeden Fall gehen wir zurück zu unserem Zug. Und ich hätte gesagt, vielen Dank für den ganzen Support unter diesem Projekt. Ihr seid wieder mal höllisch abgegangen und habt richtig rein supportet. Danke für die netten Kommentare. Danke für den ganzen Support. Und noch kurze Nebeninfo. Das war nicht das letzte Mal, wo der Timberbone Express losfährt. Demnächst, ich muss noch schauen, stream ich Choo-Choo-Charles noch einmal ganz durch. Spielen das, wie bei Bendy, spielen wir das ganze Spiel noch einmal durch. Und ich halte euch auf dem Laufenden, ihr bekommt ja eine Meldung, wenn der Stream anfängt, wenn ich ihn ankündige. Dann hätte ich gesagt, schaut gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, bei Modern Warfare 2 oder High on Life, genau. Und hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis im Choo Choo Charles Stream oder im nächsten Horrorprojekt. Bis zum nächsten Mal.